Ich würde sagen, dass es einfach eine sehr, sehr intensive Zeit ist, die man, glaube ich, also so schnell nicht wieder erleben wird. Ich wüsste nicht wo. Also selbst normale Klassenfahrten enden in der Regel nach 5 Tagen. Um der Freude des Herzens zu folgen, lohnen sich Schritte in die Unsicherheit. Das heißt, hier treffen die Kinder wie die Jugendlichen auf eine Welt und sind erstmal unsicher. In ihrer Welt ist alles sicher, ja? Die Lebensschule ist eine Schule, also es ist keine Tanzschule. Bei einer Tanzschule weiß man, okay, man lernt tanzen. Ja? Bei der Lebensschule lernt man einfach lebenspraktische Kompetenzen. Das geht vom sozialen Miteinander umgehen, zusammen essen, zusammen kochen, zusammen sein. Also hier hat man ja zum Beispiel Frühstück, danach arbeiten, Siesta. Und ich dachte, dass wir viel mehr arbeiten und viel weniger Freizeit haben. Aber das war eigentlich ganz gechillt. Man hat viel Freizeit, konnte im Pool gehen, in den Hängematten chillen, lesen, malen, alles, was man wollte, spielen. Hier kannst du alleine sein, hier kannst du in den Pool gehen, Trampolin springen. Du kannst dir besser kochen lernen, dich handwerklich entwickeln. Italienisch kochen lernen, in der Küche macht auch sehr Spaß. Gina hat die Form erst geprägt nach ihren Überlegungen, weil sie ist ja die Initiatorin auch von diesem Projekt. Uns gibt es seit 2003. Seitdem gibt es auch jedes Jahr dieses Sommerprojekt. Also wir sind hier 140 Kilometer südlich von Neapel und wir sind eine halbe Stunde vom Meer entfernt. Die Luft, die Olivenbäume, die Feigen zum Frühstück vom Baum. Hier ist es warm, man ist weiter weg von zu Hause. Riecht nach Natur, nicht nach Stadt. Mal zu stoppen, ja. Mal einfach diesen Druck nicht mehr zu spüren, mal einfach zu sich selber kommen. Und für mich ist es eine Herzensangelegenheit, die Kinder wieder in die Natur zu bringen. Dass sie einfach das spüren, wie ist es, draußen zu sein, den Sternenhimmel zu sehen, am Feuer zu sitzen, also richtig mit den Elementen zu leben. Meine Aufgabe hier ist, ein Baumhaus mit einer Schulklasse aus Hamburg zu bauen. Und da steht Säule. Ja, Säule B steht da drauf. Wenn ihr die mal wieder so auf den Tisch legen. Baumhaus war das Projekt, was sich die Schulklasse gewünscht hat. Weil ich habe noch nie eins gebaut. Deswegen weiß ich auch gar nicht so, wie es geht. Das Tolle an Gioia di Vita ist, dass es ein Ort ist, der weit genug weg von zu Hause ist, um ein Abenteuer zu erleben. Für manche Leute ist das ein Wagnis, ja, irgendwo aus dem beschützten Bereich herauszugehen.
wenn du hier auch so in der Pampa bist, du bist auf dich zurückgeworfen. Ja? Du kannst nicht einfach dann so schnell wegswitchen, wie du das vielleicht in der Stadt machen kannst. Du musst dich eigentlich dir selber stellen. In der normalen Schule viel kürzer. Also man kann nach Hause gehen, Fernseher anschalten und ja, Fernseh gucken. Oder gucken, was so am Handy so ist und so. Ja, die Herausforderung war eigentlich auch, ohne Handy auszukommen. Bisschen schwer, aber jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Ja, aber irgendwie ist das hier auch nicht nötig, man braucht das nicht. Also ich habe nicht einmal mein Handy hier richtig, ich vermisse es nicht. Sie merken einfach so, was sie sonst als Selbstverständlichkeit haben, dass sie es plötzlich nicht mehr haben. Man ist hier eben auch darauf angewiesen, sich Beschäftigung zu suchen. Das ist für viele Kinder gar nicht mehr so ohne weiteres möglich. Ich schlafe hier. Da auf dieser Seite hier schlafe ich, hier mein Freund. Ja, ist eigentlich in der Nacht, also abends friere ich nicht, nur morgens ist das ein bisschen kalt. Aber was ich halt sehe, dass die Kinder so nach, sagen wir mal, nach einer Woche viel mehr bei sich sind und auch Lust haben, dann was zu tun. Die Idee ist einfach, dass die Kinder sich ausprobieren können, dass sie mal weg aus ihrem Alltag kommen und auch aus ihrem Schulsystem und einfach mal Dinge probieren können und auch mit einer anderen Intensität probieren können, als wie sie es so gewohnt sind. Ja, in der Schule ist halt immer das Ding, da gibt es einen Stundenplan und da werden Arbeiten nach kurzer Zeit abgebrochen und dann kommt das nächste Fach. Und ich finde auch, dass es einfach auch andere Inhalte sind, und aber wichtige Inhalte, essentielle so. Ja, da habe ich so einige Sachen gelernt, was ich zu Hause kochen kann. Ich kann ja eigentlich nur Spiegelei. Und manche Leute kommen aus verschiedenen Milieus auch, ja, wo Reichtum ist, aber auch Armut und auch Sparsamkeit angesagt ist, ja, also sehr unterschiedlich. Hier ist erstmal alles ein bisschen gleich, ja. Dieser kleine Junge aus Tschetschenien, ja, der gestern einen Kuchen gebacken hat, und der hat noch nie einen Kuchen gebacken, aber der war dann so stolz, und gerade er, also der sicher so eine Erfahrung einfach noch nie gemacht hat. Du hast es gesehen, dass er innerlich geleuchtet hat. Wenn du gute Erfahrungen machst, dann wirst du auch später wahrscheinlich einfach eher auch die Notwendigkeit sehen, dass du diese Erde schützt. Uns ernährt nicht der Supermarkt, ja, sondern die Erde. Ich werde mich jedes Mal daran erinnern, wenn ich Feigen esse. Und ich mag eigentlich keine Feigen, aber die hier schon irgendwie, ist so komisch. Immer eine kleine Stufe. Von diesen beiden hier, die Außenseite. Von hier 35. Das finde ich eben hier auch wichtig, ja, dieses, dass du nichts werden musst, was man Kindern ja oft immer sagt, aus dir muss ja noch mal was werden, sondern dass dieses Sein ganz wichtig ist. Auch der Jugendliche ist schon was. Er ist in der Entwicklung, aber das sind wir alle. Wir sind alle in der Entwicklung. Auch wenn wir erwachsen sind, sind wir ja nicht fertig. Dass es auch erlaubt ist, zum Beispiel mal sauer zu sein. Du bist so mit deinem Tun beschäftigt und erfüllt von deinem Tun, dass du vollkommen die Zeit vergisst.
Eins, zwei, drei. Die Umgebung, in der sie leben und die sie leben müssen, hat mit Ego zu tun. Und zwar immer mehr mit Ego. Ja? Man stelle sich vor, dass da auch noch was anderes sein muss als nur ich. Sie muss noch ein bisschen rauf. Ja, super. Für die Lehrer ist es genau so eine Herausforderung, aber auch ein Erlebnis, glaube ich. Sie können auch zu ihren Schülern ein anderes Verhältnis aufbauen, wo sie natürlich in ihrer Rolle als Lehrer sind, aber nicht in der Rolle, in der sie sind, wenn sie in der Schule sind. Wichtig ist für mich, wie sich das in der Gruppe dann weiterentwickelt, als Klassengemeinschaft, dass wir als Klasse was schaffen und dass jeder im Grunde genommen seinen Teil leisten kann in einer Gruppe und dass so die Gruppe weiterkommt. Zwei Vögel. Nein. Für mich war ganz wichtig dieses Mädchen, die gesagt hat, ich habe hier noch mal meine Klassenkameraden ganz anders kennengelernt. Genau. Und es haben sich andere Freundschaften entwickelt. Eigentlich ist mir aufgefallen, dass wir nicht mehr so viel Streit in der Klasse haben. Deswegen machen wir auch eigentlich diese Reise, so, um die Klassengemeinschaft zu stärken, weil es war nicht so in den letzten Jahren so. Wir haben es geschafft. Und, aber das fand ich richtig toll, wie die Kinder das gemacht haben. Da war ich schon stolz auf unsere Klasse. So. Schön, gesehen zu haben, was ich in 3 Wochen geschafft habe. Ich würde gerne Lehrer einladen, die wirklich etwas anderes machen wollen, als in diesem Schulsystem zu verbleiben, die wirklich ein kindgerechtes Lernen und ein hirngerechtes Lernen initiieren wollen und dafür auch arbeiten und dafür sich engagieren. Und heute Abend machen wir auch eine Party.